Hi Leute, ich bin's Daniel und heute mal in einem neuen Raum. Denn heute steht der 10-Kilometer-Lauf in Stadtlohn an. Und ich will mal gucken, was ich heute wieder auf diesen kürzeren Strecken machen kann. Ich bin ja die letzten Male immer längere Strecken gelaufen, Halbmarathon und sowas. Den letzten 10-Kilometer-Lauf, den ich gemacht habe, der ist, glaube ich, Anfang Januar gewesen. Also schon ein bisschen her und ich bin ein bisschen skeptisch. Ich weiß ja nicht, was für Zeiten ich jetzt überhaupt laufen kann auf der Strecke. Ich hoffe, ich habe eine 36er Zeit irgendwie, also unter 37 auf jeden Fall. Und da sind wir auch schon am Start beim 12. Stadtlohner Sparkassen-Citylauf über die 10 Kilometer Distanz. Und ich halte jetzt erstmal die Klappe, denn die Stimmung am Start war richtig gut. Und wir hören uns gleich. Okay, jetzt ziehen wir hier mal gleich los. Gemeinsam zählen wir runter. Und 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Und los geht's. Applaus hier für alle 10 Kilometer. Und dann geht es auch schon los auf die kleine Rundstrecke von 1250 Metern. Die Strecke musste verlegt werden, weil in der Innenstadt wohl irgendwelche Bauarbeiten waren und deshalb gab es hier 8 Runden auf einem kleinen Rundkurs. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich eine 36er Zeit laufen wollte, deshalb bin ich genau nach meiner Uhr gelaufen, habe mich jetzt nicht irritieren lassen von den Läufern vor oder hinter mir, bin genau mein Tempo gelaufen, die ganze Zeit eigentlich in so einem Abstand zu den Führenden immer schön. Und habe mich da irgendwie nicht mitreißen lassen, jetzt mitzuziehen, denn einige sind dann schon nach der ersten Runde halt langsamer geworden und das Tempo war am Anfang doch relativ höher als gegen Ende. Hier kommen wir auf diese kleine Wende zu, da muss man natürlich Tempo rausnehmen und wieder neu antreten. Das ist natürlich auch etwas, was dann pro Runde immer so 2 Sekunden bestimmt kostet und dann gibt es hier auch nochmal so eine kleine Runde, aber das ist dann eigentlich kein Problem, damit kann man wohl leben. Das Schwierige war auch, dass es halt immer in diesen kleinen Runden hier hoch geht und dann hinten wieder runter. Also man denkt eigentlich, die Strecke wäre relativ flach, aber dadurch, dass es halt 8 Runden sind, geht es halt immer auch mal wieder hoch und runter. Also ganz so einfach war die Strecke jetzt nicht, aber war jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Viel Spannendes gab es dann in den nächsten 5 Runden eigentlich nicht, deshalb hier alles mal ein bisschen schneller. Alles wie gehabt, dann kamen schon die ersten, die man halt überrundet hatte. Da musste man dann immer ein bisschen vorsichtiger sein, weil es natürlich auch gerade bei der Wende ein bisschen enger ist und man hört halt einfach die Läufer von hinten nicht und da muss man halt ein bisschen aufpassen oder sich halt bemerkbar machen. Ich habe mich dann irgendwann wirklich sehr gut gefühlt, war in so einem Lauftempo drin, in so einem Schritt drin und habe mich dann einfach so in diesen Abstand die ganze Zeit hinter den anderen beiden bewegt. Ich glaube nicht, dass sie mich die ganze Zeit gesehen hatten und bin dann halt in diesem Tempo weitergelaufen und habe mir gesagt, jetzt laufe ich halt dieses Tempo mit und lass nicht abreißen, weil das passt auch sehr gut mit meiner Zeit, die ich laufen wollte. Was ich bis jetzt ja gemacht habe, die letzten Läufe, Halbmarathon und diese längeren Strecken, das war alles nur für die Grundlagenausdauer, damit ich halt im Training härter trainieren kann und mich schneller regenerieren kann. Und jetzt geht es auf die kürzeren Strecken, deshalb heute der 10 Kilometer Lauf und die nächsten Strecken werden noch kürzer, auch mal 5 Kilometer wieder. Da bin ich mal gespannt, was ich dann dort noch rausholen kann. Nach und nach wird es natürlich immer voller hier auf der Strecke, weil man dann immer mehr Leute überrundet und manche natürlich auch dann zweimal. Das ist dann schon ein bisschen blöd, immer so auf kurzen Strecken, aber dafür ist es ja auch ein Volkslauf für jeden und da kann man sich wohl irgendwie durchschlängeln. Die beiden, die übrigens jetzt vorne waren, das war auch nachher der Sieger Simon Janssen und als zweiter der, ich glaube, Niederländer war er, Frank Locke. Die sind halt die ganze Zeit zusammen vorne gelaufen und der Frank Locke, der musste dann in der vorletzten Runde langsam abreißen lassen und musste sich zurückfallen lassen und der Simon, der konnte da nochmal ein bisschen Tempo zulegen. Hier sieht man jetzt sehr schön, dass Frank schon alleine läuft und dass ich dann ganz langsam von hinten aufholen kann. Ich hatte noch sehr viel Energie, ich hätte eigentlich
wahrscheinlich noch mal eine halbe Minute schneller laufen können, aber ich habe versucht, halt das Tempo zu halten und wollte dann am Ende wieder ein bisschen schneller werden und vielleicht wieder einen Schlussspurt hinlegen. Es ist natürlich auch sehr motivierend, wenn man sieht, dass man ganz langsam an den nächsten herankommt und sein Tempo trotzdem halten kann. Da weiß man, dass man irgendwann in den nächsten zwei Runden wahrscheinlich an ihm dran ist und wahrscheinlich auch die Möglichkeit hat, ihn vielleicht noch zu überholen, weil er vielleicht keine Puste mehr hat oder sonstige Probleme. Das motiviert natürlich dann nochmal einen Schritt schneller zu laufen. Und natürlich auch die ganzen Zuschauer an der Strecke, die kriegen dann natürlich auch etwas zu sehen, wenn man dann wieder so einen kleinen Fight hat, quasi am Ende. Das macht natürlich auch Spaß und da kann man natürlich auch mal nebeneinander laufen. Wir sind dann die letzte Runde hier nebeneinander gelaufen und ich habe dann mich einfach an sein Tempo orientiert, also konnte noch ein bisschen Kräfte sparen dann quasi. Normalerweise hätte ich wahrscheinlich hier schon ein bisschen schneller laufen sollen. Da habe ich dann auch die falsche Taktik am Ende gesetzt, das sieht man aber gleich noch. Hier geht es nämlich jetzt auf die letzte Gerade zu und hier habe ich mir schon überlegt, ob ich jetzt vielleicht schon einen Endspurt machen sollte über die letzten 500 Meter. Hab mich aber noch zurückgehalten leider und das war wahrscheinlich der Fehler. Und die Entscheidung kam dann hier, ich bin außen gelaufen, ich hätte da vor ihm laufen sollen, das war mein Fehler jetzt, denn hier musste ich eng rum und dann zwei Leute, da konnte ich nicht überholen, er ist besser den Berg dann hochgekommen, konnte mehr Geschwindigkeit mitnehmen und hat er natürlich besser gemacht, aber ich war sehr froh, dass ich meine zweitbeste Zeit gelaufen bin in 35:48. Jetzt habe ich wenigstens alle Zahlen vollständig, 34, 35, 36. Als nächstes kommt also die 33 hoffentlich und mein Training wird jetzt nochmal sehr intensiviert und meine Ernährung nochmal angepasst. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Der Lauf in Stadtlohn hat mir sehr gut gefallen und da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Hier sieht man auch, dass er total fertig ist im Ziel und musste sich da erstmal ein paar Minuten hinlegen. Und das zeigt mir auf jeden Fall, dass ich mich auch sehr schnell regenerieren kann nach solchen Läufen und dann auch sehr viel mehr trainieren kann. Das war es erstmal zu diesem Lauf und alles weitere kommt dann in den nächsten Videos. Ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.